Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Elex. Beim letzten Mal, ja, haben wir ja uns auf weiter in Richtung Norden gemacht, nachdem wir Duras, ja, im Prinzip verraten haben. Ging es dann nach Norden und wir sind bei der Kuppelstadt angekommen, wo wir aber nicht so einfach rein dürfen. Wir brauchen nämlich eine ID-Karte, bloß die werden nicht mehr vergeben. Und deswegen haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten gehabt, wie wir uns vielleicht doch in die Stadt machen können. Das eine wäre, zusammen mit den Outlaws zu arbeiten, die nämlich gefälschte IDs herstellen. Und das andere wäre, die Outlaws einfach zu töten, in der Hoffnung, dass das reicht, um in die Stadt zu kommen. Und wie wir das machen wollen, solltet oder durftet natürlich, ist das verboten? Oh, das Hunters-Truhe. Was wir da machen wollten, durftet natürlich wieder ihr entscheiden. Und ihr habt euch für einen interessanten Weg durchaus entschieden. Und ja, der beinhaltet... Wer auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Na, wenn du das meinst. Und der beinhaltet, dass wir zunächst einmal gucken, was mit den IDs ist. Weil das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber die Leute hier, die wollen zwar irgendwie scheinbar unbedingt in die Stadt reinkommen und ihren Kollegen da auch rausholen, der wohl nicht mehr rauskommt. Ihren, wie hieß er noch gleich? Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall wollten die ja eigentlich ihren Kollegen rausholen und sie haben auch eigentlich IDs, mit denen sie reinkommen, aber irgendwie sind sie scheinbar zu faul nachzugucken, was aus dem Typen geworden ist, der die IDs besitzt. Zumindest ist das jetzt mal meine Interpretation und wir müssen mal wieder losgehen. Und das ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen, so ein bisschen... Also, ich finde, viele der Quests sind halt irgendwie so, wo man sich fragt, warum erledigt das nicht jemand selbst? Ich meine... Es ist jetzt nicht so, das sind jetzt ja keine kleinen, einfachen Laufaufgaben, wo du sagst, okay, der andere ist sich einfach zu gut dafür. Das ist etwas, was die Outlaws dringend brauchen. Sie müssen dringend oder brauchen dringend diese IDs. Sie wollen ja einerseits rein und zweitens ihrem Kollegen helfen. Das heißt, sie benötigen schon zwingend diese IDs. Also wieso sitzen sie einfach den ganzen Tag nur da rum und gucken nicht, was mit ihren IDs passiert ist? Ich meine, das wäre doch mal die große Preisfrage. Die haben ja, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwas Großes zu tun hätten, wo man jetzt sagen könnte, wir haben hier gerade wichtige Dinge zu tun. Die sitzen da nur da und warten darauf, dass ihre IDs wieder ankommen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie finde ich das dann, naja... Also, ich meine, einerseits will man sich wahrscheinlich ein bisschen wichtiger dadurch fühlen. Also, man soll sich dadurch ein bisschen wichtiger fühlen, kann ich mir durchaus vorstellen. Andererseits, also man soll sich als Spieler ein bisschen wichtiger fühlen, als wenn man einfach nur Rüben pflückt. Andererseits ergibt es halt, wie gesagt, auch nicht so wirklich Sinn, wenn wir mal ehrlich sind, dass wir halt die ganze Zeit diese doch durchaus wichtigen Aufgaben machen. Vor allem, die vertrauen uns ja auch einfach. Die sagen uns einfach, hey, da, wir haben gefälschte IDs und die kannst du da finden. Das... Und das sagen die uns einfach. Und ich sehe mit meiner Sonnenbrille hier schon einige What the fuck, wie viele Pestratten sind denn das? Tankt mal ein bisschen was weg, Kollege. Tankt mal ein bisschen was weg, dann lege ich hier... Boah, Gott. Ich sollte auch mal ein bisschen das Jetpack öfter benutzen. Das ist eine richtig gute Idee gewesen. Das probiere ich mal. Ist halt ein bisschen... Bei den Gegnern geht das, glaube ich, sogar, weil die nicht mal Fernkampfangriffe haben. Sehr schön. Die leben ja immer noch, ey. Daneben. Ich hoffe, Falk hält ein bisschen durch. Ja, ich weiß, es wurde auch nochmal in die Kommentare geschrieben, ich weiß. Ja, und sie treffen ja sogar, wenn ich schon in der Luft bin. Wir müssen dringend mal ein bisschen mehr auf Kampf skillen. Das Ding ist, weswegen ich ja entschieden habe... Ja, warte mal. Das Ding, weswegen ich ja entschieden habe, das nicht zu tun vorerst... Da hat es mal ein paar zerrissen. Die geben nur 10 Erfahrungspunkte, ey. Warum ich das nicht entschieden habe, ist ja, ich will ja diesen Zusatzattributspunkt haben. Und ich meine, das klingt jetzt erstmal ein bisschen... Naja, du musst ja nicht zwingend das Maximum rausholen. Das ist auch richtig. Normalerweise würde ich sagen, ich scheiß drauf. Alter, ey. Hab wieder einen Albzauber für so ein paar Ratten verbrauchen müssen. Ich meine, was bringt es mir da, also so viel bringt es ja jetzt auch nicht, wenn ich jedes Mal einen Attributspunkt pro Level ab mehr kriege, ne? Das klingt ja jetzt nicht nach so viel. Das Problem ist tatsächlich, später im Spiel ist es etwas schwer aufzusteigen. Also später, um später einen Attribut um einen Punkt hochzukriegen, ich glaube, das ist ab 50 oder so,
braucht man dann 5 Attributspunkte. Man braucht 5 Attributspunkte, das sind dann schon 2 sind also nur 2 Aufstiegspunkte oder 2 Attribute höher pro Level up. Das ist dann richtig wenig und im Endeffekt, wenn wir da nicht ein bisschen früher schon anfangen, vielleicht ein paar Attributspunkte zu sammeln. Wie sieht's aus? Nein, warte, sorry. Du findest mich seltsam, interessant. Wenn wir da nicht in Zug oder nicht früh schon anfangen, ein bisschen was zu sammeln, dann werden wir irgendwie relativ schnell im Spiel an diesen Punkt kommen, wo wir uns nicht mehr wirklich weiterentwickeln können. Wir kriegen zwar Lernpunkte immer noch, aber wir können nichts mehr wirklich skillen, weil wir nicht die Attribute haben. Und wir können dann auch nicht die ganzen, na ich sag mal, etwas größeren Waffen am Ende benutzen. Dable. Da ist nichts mehr zu machen. Ach echt. Torenbarben und ob... Oh Gott. Alles klar. Ja, also wie gesagt, deswegen will ich das nach Möglichkeit auch vielleicht jetzt ein bisschen... Ach, guck mal. Will ich das nach Möglichkeit jetzt wirklich auch erstmal so hinkriegen, dass wir die Attributspunkte mehr kriegen. Im Endeffekt, man muss natürlich ganz klar sagen, richtig gut wäre es gewesen, wenn ich das von Anfang an einfach gemacht hätte, auf Intelligenz zu gehen. Ich hatte aber ehrlich gesagt noch gar nicht so weit im Voraus geplant, so einfach, wie ich skillen wollte. Und außerdem so einen gewissen Grund oder so eine gewisse Grundstärke wollte ich dann schon erstmal skillen, bevor ich, weil ich sonst ja auch gar keine Level-Ups kriege. Ich meine, ja, wie gesagt, die Kämpfe sind immer noch ein bisschen, aber wie gesagt, das ändert sich dann auch mehr, wenn wir uns natürlich irgendwann einer Fraktion anschließen. Nicht nur wegen der Rüstung, die wir kriegen, sondern wir kriegen auch ein paar... Was läuft denn hier im Radio für einen Schwachsinn? Wir kriegen dann auch ein paar interessante andere Geschichten. Ich frage mich ja, wer die ganze Zeit das Radio sendet hier. Oh, da ist Vic. Und da haben wir ein Paket mit ID-Karten. Was liegt denn die hier so auf dem... Was haben die denn gemacht? Vor allem, wieso sind sie so gestorben? Das sieht irgendwie komisch aus, muss ich sagen. Vic sitzt hier. Okay. Na, von mir aus. Na gut, dann nehmen wir hier mal noch alles mit. Braucht ja keiner mehr. Aber ja, das ist halt der Grund, warum ich jetzt die nächsten beiden Level-Ups wirklich erstmal auf Intelligenz packen will. Damit wir dann, oh, eine Anleitung. Kleiner Elex-Trank, schade. Ein Elex-Trank wäre mir lieber gewesen. Damit wir dann, die ganzen Krüge nehme ich jetzt nicht mit. Ja, damit wir dann im Prinzip die Möglichkeit haben, auch im späteren Spielverlauf noch ein bisschen voranzukommen. Und wir dann nicht irgendwie nach, sag ich mal, 2 Dritteln plötzlich schon nicht mehr wirklich vorankommen. Ich glaube, dass da drüben könnten Stellungen der Alps sein. Ja, da sind Alps. Ich glaube, das sind auch normale Alps. Ein Fernglas wäre echt cool. Ja, ich glaube, die haben kein Gelb dran. Mit so einer ganzen Alpstellung will ich mich dann jetzt da vielleicht auch noch nicht anlegen. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen blöd. Also, das wäre ein bisschen dumm einfach. So, dann mal wieder zurück. Ich könnte mich auch dahin teleportieren. Ich will bloß nur mal ganz kurz gucken. Vielleicht finden wir auf dem Weg ja noch irgendwas Interessantes. Aber ich glaube, wir laufen ja mehr oder minder den gleichen Weg zurück. Also ja, aber wie gesagt, das ist der Grund, warum ich jetzt erstmal auf Intelligenz gehen will. Wie gesagt, es liegt gar nicht daran, dass ich jetzt unbedingt alles aus dem Spiel oder alles aus den Lernpunkten rausholen will oder aus den Attributspunkten, was geht. Das ist gar nicht mein Ziel, aber ich will halt nicht, dass wir dann irgendwann nicht mehr das Gefühl haben, dass wir noch in irgendeiner Form stärker werden können. Das hatte ich nämlich bei meinem ersten Durchlauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen blöd, dass man an irgendeinem Punkt da... Das Spiel hat einem immer wieder gezeigt, weil man ja nicht alles benutzen konnte und weil man ja nicht alles gelernt hat. Hier, du bist noch lange nicht fertig, du könntest noch so viel mehr machen, aber dir fehlen ja die ganzen Attributspunkte dafür. Aber du kriegst viel zu wenig, beziehungsweise dir fehlen die Attribute dafür. Aber du kriegst ja sowieso viel zu wenig Attributspunkte, also, hier, schön, ne? Ist toll, oder? Gut. Und wir holen uns dann mal eben... Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Ja. So, dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal so eine gefälschte ID jetzt, wenn wir das schon mal gemacht haben. Ich hab gehört, der wurde gestohlen. Naja, nicht wirklich. So, hier bitte. Ich bin dann mal weg. Vic ist tot. Aber ich habe die ID-Karten bei seiner Leiche gefunden. Er ist tot? Ach, scheiße. Hat er sich wieder mal nicht damit zufrieden gegeben, nur leerstehende Ruinen zu durchsuchen, was? Er konnte es einfach nie lassen. Frauen oder wertvolle Sachen. Da ist er immer durchgedreht. In Kombination konnte das Böse enden. Naja, wie dem auch sei. Gib mir die ID-Karten. Ich muss sie noch auf dich anpassen. So, fertig. Sehr schön. Na dann her damit. Gib mir die gefälschte ID. Alles klar, warte kurz. Dein Bild muss dann noch eingespeichert werden.
Warum kann er das alles einfach hier? So, fertig. Hier hast du deine ID. Und hier hast du die ID für Cooper. Bring sie zu Cooper und achte darauf, dass die Kleriker nichts davon mitbekommen. Wenn Cooper seine ID nicht bekommt, ist er in der Stadt gefangen. Oder schlimmer noch, wird von den Suggestoren zu Gemüse verarbeitet. Okay, gut. So, wir haben also jetzt unsere gefälschte ID. Aber wir wollen eigentlich zumindest vorerst gar nicht versuchen, mit der gefälschten ID reinzukommen. Denn ihr habt euch dafür entschieden, dass wir die gefälschte ID nur mal zur Sicherheit mitnehmen, weil wir ja nicht wissen, ob uns die Wache, wenn wir die Outlaws einfach töten, dann wirklich reinlässt. Weil, seien wir mal ehrlich, wir haben dann ja trotzdem hätten ja dann trotzdem keine ID gehabt. Deswegen gehen wir jetzt zu Gustav und werden mit ihm zusammen mal die Outlaws aufmischen. Also, ich könnte die Outlaws natürlich auch alleine aufmischen, aber ich glaube ehrlich gesagt, also ich glaube, es wäre möglich, aber es wäre ein bisschen anstrengend und muss nicht sein. Also, ich denke, es wäre möglich, aber es muss jetzt, glaube ich, auch nicht sein. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, von daher würde ich sagen, wir machen das mit Gustav zusammen. Wird wahrscheinlich dann nicht die ganz große Belohnung geben, aber wir würden auf jeden Fall, denke ich, eher überleben, als wenn wir das alleine probieren. Von daher... Halt! Ohne ID wird niemand in die Stadt gelassen. So, warum kann ich ihm die ID eigentlich nicht zeigen? Wegen den Outlaws vor der Stadt. Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt, auch großzügig entlohnen. Ja, ich glaube, das hatten wir schon mal, ne? Die Sache ist... Es sind zu viele. Ich brauche bei den Outlaws deine Hilfe. Damit habe ich schon gerechnet. Besonders stark siehst du ja nicht aus. Aber die volle Belohnung kannst du vergessen, wenn ich mitkommen soll. Ja, alles okay. Klar? Ja, einen von mir Moment aus. Noch. Ich muss noch für Ersatz am Tor sorgen. Es kann schließlich nicht unbewacht bleiben. Ich bin gleich zurück. Sehr schön. Alles klar. Lass uns gehen und uns diese Outlaws vornehmen. Ich finde das irgendwie... Ich frage mich, warum die Kleriker, die ja so technisch fortentwickelt sind, sich dazu entschieden haben, mit Hämmern zu kämpfen. Also, versteht mich nicht falsch. Ich bin persönlich eher sowieso der Schwerttyp, das wisst ihr ja. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, weil, also, weißt du, so der da zum Beispiel hat ein leuchtendes Schwert an der Seite. Das passt irgendwie viel mehr zu diesem technischen Fortschritt als einfach so ein grober Hammer. Das passt irgendwie überhaupt nicht so zu diesem, also finde ich persönlich, das passt jetzt nicht zu diesem technischen Fortschritt. Ich meine, wenn es jetzt irgendwie ein mega cooler Blitzhammer wäre oder sowas, der halt die ganze Zeit irgendwie Blitze schießt oder so eine Geschichten, dann könnte man sagen, okay, warum nicht, aber so. Gut, jetzt wird's ein bisschen interessant, weil ich weiß gar nicht, wie gut Gustav da überhaupt ist. So, wir müssen ihm jetzt auf jeden Fall ein bisschen unter die Arme greifen. Oh, der macht echt viel Schaden, der Typ. Warum kann ich den eigentlich nicht als Kollegen mitnehmen? Wäre viel einfacher dann. Hey, Hunter, komm mal her. Oh, schön, da kommt Falk von hinten. Und man merkt schon, die Outlaws, man sieht es schon, der leuchtet der eine Typ ein bisschen. Die Outlaws haben solche infused Waffen, heißt das, also auf Englisch. Sie haben halt Waffen, die einen Zusatzeffekt haben. Zum Beispiel einen Strahlungseffekt. So. Wow, ganz ruhig, Kollege. Du mit deinem fetten Hammer. Oh, sehr schön. Ja, der Tod von Hunter wird die Geschichte verändern und so weiter. Das ist, glaube ich, auch, kommt jetzt, weil ich das ja wieder angestellt habe mit diesen Sachen. Von wegen, ihm gefällt das und das und so weiter und so fort. Der Vorteil, dass wir die Outlaws jetzt alle erledigt haben, ist tatsächlich, dass wir... das ganze Camp hier looten können, ohne dass es Probleme gibt. So, wir haben es geschafft. Wegen den Outlaws vor der Stadt. Ich verstehe auch nicht... Ich würde denjenigen, der sie Alter, zum das Verschwinden... Alter, das hatten wir doch schon, willst du mich verarschen? Da steht richtig wegen der Outlaws und immer wieder in den Dialogen ist dann immer wieder, ich weiß nicht, da töten sie immer wieder den Genitiv, ne, aber okay. Die Outlaws sind erledigt. So habe ich das gerne. Wie versprochen, deine Belohnung. Aber da du meine Hilfe gebraucht hast, gibt es nur die Hälfte. Und wenn sich wieder mal ein paar Outlaws hier einnisten, komm zu mir. Ich möchte informiert bleiben, was hier vor der Stadt passiert. Es war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Wir sehen uns. Okay, bin mal gespannt, ob wir das mit der ID für Cooper, müssten wir ja eigentlich auch machen dürfen noch. Also wir haben die ID für Cooper, ja, wir können ihn ja
Wir können die Geschichte um ihn ja immer noch weiterführen. Das habt ihr nämlich auch geschrieben. Wir sollen uns auch gleich, wenn wir schon mal da sind, dann natürlich mal, ach so, das ist wahrscheinlich ein Stim, ne? Können wir uns ja dann gleich auch um Cooper kümmern. Das heißt, wir werden ihn natürlich nicht die ID geben, damit er wieder raus kann, sondern das wir werden ihn bei den Klerikern verraten, damit wir dann hoffentlich auch ein bisschen besseren Stand bei denen haben irgendwann. Ach, komm schon. Ich hasse dieses Minispiel. Ich finde, das Ding ist, vom Prinzip her ist es genauso wie einfach nur Rechts-Links-Entscheidung. Das Problem ist bloß, da man immer so hin und her. Instand gesetzter Granatwerfer. Hab nur 11 Sprenggranaten und ich brauche halt 50 Geschick und 50 Stärke. Dieses explosive Schmuckstück wurde general überholt und ist voll funktionstüchtig. Genau die richtige Ausrüstung für alle, die eine lange Reise anstreben und jedwedes Risiko minimieren wollen. Ja, mit einem Granatwerfer habe ich bestimmt auch jedwedes Risiko minimiert. Was wollte ich noch sagen? Verdammt, jetzt habe ich gerade... Achso, ja, wegen dem Minispiel. Ich finde halt, dieses einfache Rechts-Links-Minispiel hat den Vorteil, dass man das schnell machen kann. Rechts-Links, Rechts-Links, Rechts-Links. Und hier muss man dann teilweise von hinten wieder ganz nach vorne fahren, ganz nach hinten. Ich glaube, das liegt ein bisschen an der Framerate, wie schnell das ist. Das Problem ist, bei einer höheren Framerate ist es fast noch schlimmer, weil der Dietrich sich so schnell bewegt, dass man manchmal gar nicht das Feintuning richtig hinkriegt, was extrem nervig ist. Einst hier zivilisierte Menschen. Reizvoller Gedanke. Also ich verstehe nicht, warum sie dieses System so beibehalten haben. Da haben sich ja eigentlich alle beschwert. Wie gesagt, vom Prinzip her ist es ja genauso wie das alte. Bloß halt, es ist deutlich umständlicher als das alte. Ich weiß nicht, es ist ja jetzt auch deswegen nicht irgendwie... Also ich meine, man kann jetzt auch nicht behaupten, dass das irgendwie realistischer wäre, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Also keine Ahnung, was die Idee da ist. Warum das System sich durchgesetzt hat. Oh, ein Truhenschlüssel. Die Truhe eines Händlers im Umschlagplatz vor der Kuppelstadt. Warum hat er seinen Schlüssel irgendwo in einem Rucksack? Frage ich mich. Ah, ich meine, dann nehme ich die Truhe auch noch aus, ne? Oh, guck mal, da liegt noch Geld. So, ein paar Anleitungen. Oh, eine Anleitung für einen Heiltrank. Gut, dass ich den damals nie gekauft habe. Sind das nicht noch Plasmazellen da? Oder Energiezellen oder irgendwas? Ne, scheinbar nicht. Sieht genauso aus wie Energiezellen, die man mitnehmen kann. Da ist eine Kellerassel, da ist noch ein Mana-Trank. Ominöser Zettel. Warte mal, ich glaube, ach, ist das nicht wieder der, den wir schon mal hatten? Warte, hier sind die. Ich glaube, den hatten wir schon mal, ne? Ja, ja. Von Fred. Oh, guck mal. Da ist ein Händler. Hallo, Fremde. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Ich habe alles, was du brauchst. Na, schau mal, was hast du denn? Was hast du mir anzubieten? Alles, was ein Abenteurer wie du brauchen könnte. Ich muss auch mal fairerweise sagen, ich verstehe nicht so ganz, was die Idee von diesen reisenden Händlern ist. Also ich meine, okay, die verkaufen Dinge, die man normalerweise nur als Kleriker oder als Berserker zum Beispiel kriegt und so weiter und so fort. Aber ist das wirklich notwendig? Mal blöd gefragt. Also ich meine... Wenn ich Kleriker werde, kann ich das ganze Zeug doch sowieso kaufen. Da brauche ich doch keinen reisenden Händler. Vor allem, das ist halt auch die Frage, warum rennen die denn überhaupt hier irgendwo in der Pampa rum, um ihr Zeug zu verkaufen? Ich meine, wäre es nicht viel besser, das vor Ort zu verkaufen, wo es auch sicherer ist? Die haben extra ihre komische Truppe dabei, damit sie ja nicht sterben. Weiß nicht, warum rennen die in der Weltgeschichte rum? Ich meine, so viel gibt's hier ja nicht. Die scheinen ja auch nie wirklich in den anderen Städten mal zu sein. Also Die Kleriker dürften ja beispielsweise niemals bei... Habe ich die Truhe jetzt geöffnet? Ich glaube, ja. Dürften ja beispielsweise nicht mal bei den Berserkern rein. Also, bei wem wollen sie ihre komischen Energiewaffen denn eigentlich verkaufen? Die Abnehmer, die es gibt, sind doch eigentlich die Kleriker selbst. Und die findest du in Ignadon und nicht irgendwo in Abessa oder Edan. Also, ist irgendwie auch ein bisschen komisch. So. Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Ja, so. Ist dir klar, dass vor euren Toren... Die Frage ist, will ich ihm das zeigen? Wir machen erstmal Folgendes. Ich habe gehört, dass ihr die Menschen in der Stadt gefangen haltet, wenn sie sich nicht ausweisen können. Das ist richtig. Niemand ohne gültige ID darf die Tore der Stadt betreten oder verlassen. Jemand, der sich nicht ausweisen kann, könnte sich auch eingeschmuggelt haben.
Wir können es nicht riskieren, dass sensible Informationen in die Hände des Feindes gelangen. Also halten wir jeden, der raus will und sich nicht ausweisen kann, hier drinnen fest, bis geklärt ist, wo seine ID ist. Stellt sich heraus, dass er gar keine ID besitzt, dann kümmern sich unsere Suggestoren um ihn. Ja, und das ist meiner Meinung nach die große Frage. Wieso können sich die ganzen Leute nicht einfach zu dem Teleporter direkt vor der Stadt teleportieren? Und genau da kommt diese Sache, die ich schon mal über die Teleporter angesprochen habe. Ich meine, es gibt keine Erklärung, warum nur wir der Einzige sind, der offenbar diesen Teleporter benutzen kann. Wobei unsere Mitstreiter können den ja offensichtlich auch benutzen, solange sie bei uns in der Gruppe sind. Also warum können sich die Leute nicht einfach hier raus teleportieren, wenn sie raus wollen? Diese Teleporter sind einfach, machen alles einfach so unglaublich unlogisch, muss ich mal ehrlich sagen. Was ist ein Suggestor? Unsere Suggestoren sorgen dafür, dass es in unserer Stadt friedlich bleibt. Wenn jemand Probleme macht, dann wird er entweder aus der Stadt geschmissen, suggestiert oder beides zugleich. Aber keine Sorge, bei einem guten Suggestor merkst du nicht einmal, was passiert. Du änderst einfach nur deine Meinung. Na, das klingt ja super toll. Die Sache ist... Die Outlaws vor der Stadt sind tot. Das ist, schade. Einer von ihnen hatte schon seit längerem eine ID-Karte zum Betreten der Kuppel beantragt. Zu blöd, dass er sie jetzt nicht mehr braucht. Aber du siehst aus, als würdest du gerne in die Stadt. Heute ist dein Glückstag. Zufälligerweise ist gerade eine ID frei geworden. Hier hast du sie. Es gibt allerdings einige Regeln, über die ich dich informieren muss, bevor du rein darfst. Zum Ersten solltest du dich von den Generatoren fernhalten. Dort hat niemand außer den Technikern etwas zu suchen. Wenn du jemanden triffst, der sich illegal in der Stadt aufhält, meldest du ihn am besten bei uns. Erich wird sich um solche Fälle kümmern. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir den Frieden in der Stadt wahren. Außerdem bin ich noch verpflichtet, dir mitzuteilen, dass wir, die Kleriker, nicht die Herren der Stadt sind. Im großen Konzil wurde festgehalten, dass die Kleriker diejenigen sind, die für die Unabhängigkeit der Stadt garantieren sollen. Jeder ist hier willkommen. Auch wenn du nicht dazu verpflichtet bist, so möchten wir dich doch dazu anhalten, auf das Wort unserer Suggestoren zu hören. Das war's. Du kannst jetzt passieren. Sehr schön. Und jetzt darf ich ihm nicht mehr sagen, dass es gefälschte IDs gibt. Ich wollte halt, das Ding ist, ich wollte es jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich nicht wusste, weißt du, wenn ich mit so einer gefälschten ID ankomme, dann sagt er, was, du hast eine gefälschte ID? Na, du kommst hier nicht mehr rein. Hätte ja genauso sein können. Und jetzt kann ich es ihm aus irgendeinem Grund nicht mehr sagen. Na gut, dieser Erich. Erich, auch ein geiler Name. Wo finde ich Erich? Geh einfach den Weg geradeaus in die innere Burg. Dort solltest du auf ihn treffen. Okay, dieses Konzil von Magalan, was hat's damit denn eigentlich auf sich? Du hast das Konzil von Magalan erwähnt. Richtig, wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Alois. Ich habe noch nie großartiges Interesse an der Vergangenheit gehabt. Okay, und wer ist Heißt der nicht eigentlich Aloy oder Aloy oder Alois klingt irgendwie komisch, aber von mir aus. Wer ist Alois? Alois ist der Judikator, der den Vorsitz über die Stadt hat. Du findest ihn im großen Raum in der Burg. Nicht zu verfehlen, da wo die Generatoren drin sind. Aber hey, was darf ich mich denn eigentlich über Namen aufregen? Wusstet ihr, dass es gibt so eine lustige Liste von Namen, die beantragt wurden und manche von denen wurden dann auch tatsächlich zugelassen. Da gibt es ein paar echt interessante Infos. Nehme ich mir hier gerade Sachen aus dem Mülleimer? Sehr nice. Und ich weiß jetzt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Name tatsächlich am Ende zugelassen wurde, aber es gab, das lesen wir uns gleich durch, es gab tatsächlich jemanden, der wollte seinem Sohn einen Doppelnamen geben. Und zwar also der erste Name wäre Matt, also so wie bei Matt Damon, und der zweite Vorname Eagle, also wie der Adler, so. Und das wäre dann zusammen eben Matt Eagle. Da denke ich mir auch, wie kann man denn seinem Kind so einen Namen geben wollen? Ich weiß nicht, ob es durchgekommen ist, aber so oder so. Seinem Kind so einen Namen zu geben, wie kann man das tun? Okay, die Rationsausgabe wurde geändert. Ein Erlass der Kleriker, da kann ja jemand gut schreiben, ein Erlass der Kleriker legt fest, dass jeder Bewohner von Abesa sich so ab sofort freie Rationen bei York holen kann. Gezeichnet die Kleriker. Aha.
Okay, da haben sie wahrscheinlich den besten Typen. Aber der konnte immerhin ein bisschen schreiben, nicht wie Duras, ne? Der kann ja gar nicht lesen und schreiben. Gut, so, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns mal hier ein bisschen in der Kuppelstadt um. Meine fragt sich, wie die Kuppel genau funktioniert, beziehungsweise was sie eigentlich, ob sie zum Schutz ist oder ob sie andere Sachen kann. Und guckt mal, da haben wir eine Alpseparatistin. Später habe ich vielleicht Zeit. Leider können wir, da haben wir eine Outlaw, leider können wir mit den ganzen Leuten hier nicht so richtig reden gerade. Schade eigentlich, also mit den ganzen normalen Leuten. Wer bist du? Ach, na, was sonst, auch sonst. Aber hier ist ein bisschen blöd zum Betteln, ne? Erzähl mir etwas über die Stadt. Einfach mal so zum Bettler hingehen. Also, wenn ich du wäre, würde ich den Nordteil der Stadt meiden. Da hängen ein paar wirklich schräge Vögel rum. Im Westteil sieht es da schon anders aus. Aber da läufst du Gefahr, dass dir die Kleriker in den Ohren liegen. Der Süden der Stadt ist recht ruhig. Da passiert für gewöhnlich nicht viel. Und solltest du vorhaben, hier und da etwas einzustecken, kann ich nur davon abraten. Alois ist auf Diebe nicht gut zu sprechen. Das wäre dann auch alles, was du wissen solltest. Wisst ihr, geht er einfach mal so zu einem Bettler und fragt ihn, ja, was kannst du mir so über die Stadt erzählen? Ich glaube, der Bettler sollte einen wahrscheinlich erst ansprechen und wahrscheinlich sogar nach was fragen. Keine Ahnung, warum er das jetzt nicht gemacht hat. Aber hey, ist ja nicht meine Frage. So, ach, guck mal, wen haben wir denn hier? Was willst du? Bist du für oder gegen die Kleriker? Naja, das braucht dich eigentlich nicht zu interessieren, ne? Du kommst schnell zur Sache. Hey, ich hab dich was gefragt. Entweder du gibst eine klare Antwort oder du verziehst dich. Ja toll, ich kann mich ja nicht mal verziehen. Ach, wir sagen erstmal... Gegen die Kleriker. Du scheinst ein bisschen Verstand in deinem Kopf zu haben. Wenn es nach mir geht, können die sich alle wieder verpissen und zu Hause mit ihren ach so wertvollen Plasmagewehren spielen. Wir werden hier unterdrückt. Ja, ich weiß. Wir alle haben zugestimmt, dass die Kleriker hier das Ruder übernehmen. Aber dass jetzt niemand mehr in oder aus der Stadt darf, ist doch einfach nur noch Paranoia. Weil die Alps immer näher kommen. Wer's glaubt? Ich find's ein bisschen blöd, dass an der Stelle halt Falk jetzt... Also, dass halt diese Antwortmöglichkeiten teilweise halt diese Auswirkungen auf die Mitstreiter haben. Weil die sollten einen ja kennen. Ich meine, es ist doch... logisch, dass ich dem Typen jetzt hier vielleicht nicht ins Gesicht sage, dass ich für die Kleriker bin. Das sollte doch auch ein Falk mitkriegen. Ich meine, im Endeffekt ist es egal. Diese ganze, ob jemandem was gefällt oder nicht, hat im Endeffekt sowieso überhaupt keine Bedeutung, weil ihr habt es ja gesehen, klar, Duras hat uns am Ende gehasst, aber der hat uns kurz vorher hat er uns noch gemocht, richtig stark gemocht und dann durch zwei Sachen in der Quest hat er uns dann natürlich nachvollziehbarerweise auch so ein bisschen natürlich gehasst. Und deswegen, also, ihr kriegt's, glaube ich, gar nicht hin, dass euch ein Mitstreiter irgendwann so sehr hasst, dass er einfach geht. Ich glaube, es geht, aber man muss es schon ein bisschen drauf anlegen. Also, ich glaube, Überleben 5 habe ich nicht, ne? Die Alps zu unterschätzen ist ein tödlicher Fehler. Exekutionen, Konverter, Strafexpeditionen. Glaub mir, ich kenne die ganze Scheiße. Aber die Typen sind doch nur hinter Elex her. Und soweit ich informiert bin, gibt es davon hier nicht mehr als anderswo. Warum also sollten sie ein Interesse daran haben, eine befestigte Stellung anzugreifen? Weil sie das Elex wollen. Alles Elex. Ach, du musst dich irren. Irgendwann hat sich jeder den Bauch vollgeschlagen. Das gilt auch für die Alps. Mhm, na gut. Wir werden sicher nicht ihm jetzt die ID-Karte geben, ne? Warum unternimmst du nichts gegen die Kleriker? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Solange ich dir nicht vertrauen kann, werde ich dir gar nichts erzählen. Ja gut, okay, das ergibt Sinn, aber... Ja, sorry. Also wie gesagt, ich meine, dass ich ihm jetzt im Nachhinein ja auch nicht... Ja, ich meine, dass man da halt wieder so diese fehlenden Dialogoptionen hat. Ich meine, dass ich ihm nicht sagen kann, ich habe das nur gemacht, damit er jetzt nicht direkt mir gegenüber feindlich gesonnen ist. Also quasi, ich habe einfach gelogen, Falk. Nee, das geht natürlich nicht, das... naja. Okay, ist ja... Aber wie gesagt, ist eh nicht so wichtig, von daher... So, hier laufen ein paar Wachen rum. Ich würde erst mal gucken, ob wir vielleicht den Typen finden können, bei dem wir Cooper jetzt anschwärzen. Hey, du. Lass mich raten, ich darf nicht in das obere Viertel? Was? Nein, Blödsinn. Hier darf sich jeder frei bewegen. Ich habe nur eine Frage an dich. Du kommst doch von draußen, oder? Erzähl, wie ist die Lage außerhalb der Kuppel? Ja, also, ich meine...
ist schwer zu beantworten. Also eigentlich nicht so schwer zu beantworten. Ich meine, er fragt wahrscheinlich nach den Alps, so wie es von den Antwortmöglichkeiten her aussieht. Also ich meine, die Sache ist, die Berserker liegen auf der faulen Haut. von dem, was wir gesehen haben. Und außerhalb haben wir eigentlich bisher nur ein paar Alp-Separatisten gesehen. Genau eine Gruppe von denen. Und ansonsten laufen da nur ein paar Monster rum. Aber abgesehen von denen... Aber ich frage nur... Frage ich... Er meint wahrscheinlich die Alps, oder? Warum fragst du? Aus Interesse. Eigentlich kann es uns egal sein. Unter meiner Kuppel kann uns sowieso nichts passieren. Ohne sie wären wir schon lange überrannt worden. Kalan gab uns das Wissen und nun sieh, was wir erschaffen haben. Einen sicheren Hafen für alle Menschen. So. Du hast also die Kuppel gebaut. Ja, ich glaube, das ist halt einfach... Ich meine, irgendwann finden doch alle mal einen Weg, auch mal über ihren eigenen Schatten zu springen. Und ich meine... Offensichtlich, so haben wir es ja schon gehört, leben Berserker auch in der Stadt und die verabscheuen ja normalerweise alles Technische, also... Wobei ich glaube, die Berserker, die hier leben, sind sowieso aus Goliath mehr oder minder verbannt. Auf jeden Fall, ich meine, selbst die sind ja über ihren Schatten gesprungen, deswegen würde mich viel mehr interessieren. Du bist für den Bau der Kuppel verantwortlich? Natürlich habe ich sie nicht alleine gebaut, aber ich habe die Pläne für sie entworfen. Mein Name ist übrigens Erich. Konstrukteur der Kuppel und Verwalter über die Techniker und Generatoren, die diese Stadt sichern. Na gut, okay. Ja gut, in Ignaton waren wir jetzt noch nicht, aber die haben da auf jeden Fall keine Kuppel, deswegen fragen wir mal. Wieso habt ihr nicht auch so eine Kuppel in Ignaton? Die Energie, die diese Kuppel braucht, ist immens und die Fluktuationen müssen konstant ausgeglichen werden. Die Technik ist sehr kompliziert. Es macht keinen Sinn, so einen Aufwand bei einer Stadt zu betreiben, die den Schutz nicht unbedingt nötig hat. Die Felsen rund um den Hort sind ja quasi schon sowas wie eine natürliche Kuppel. Was? Eine zweite komplette Abschirmung ist da nicht nötig. Weißt aber schon, dass die Alps auch Gleiter haben, oder? Da bringt dir so ein paar Felsen jetzt nicht so viel, wenn wir mal ehrlich sind. Ich meine, die können vielleicht keinen super mega guten Angriffsanflug machen, aber wirklich schützen werden euch die Felsen da, glaube ich, nicht. Über ihm können wir sogar das mit der illegalen ID geben. Ah, ich glaube, wir bleiben erstmal bei der Kuppel. Kann die Kuppel die Alps aufhalten? Natürlich. Was denkst du, warum wir sie gebaut haben? Solange wir den Energiefluss konstant halten können, ist es kein Problem. Leider ist das nicht ganz so einfach. Einige der Energieregulatoren hatten schon wieder Fehlfunktionen. Okay, Fehlfunktion. Okay, ich glaube, wir haben erst Handwerk 3, ne? Schade. Aber ich glaube, das macht eh keinen Unterschied. Ich glaube, wirklich reparieren würden wir sie sowieso nicht. Aber wir kriegen dann halt Erfahrungspunkte, wenn wir das hätten. Ist es nicht gefährlich, wenn die Energieregulatoren nicht richtig funktionieren? Doch, ist es. Wenn wir jetzt angegriffen würden, könnte es wirklich kritisch werden. Na gut, ja, und was hast du dann vor, gegen diese kaputten Energieregulatoren zu machen? Klingt ja nach einem ziemlichen Sicherheitsproblem. Wegen der kaputten Energieregulatoren? Ja, genau. Also erstmal, wie schlimm ist es und was machen wir? Was passiert, wenn sie nicht ersetzt werden? Wenn nur einer der Regulatoren ausfällt, könnte es passieren, dass die Kuppel eine Notabschaltung durchführt. Andernfalls könnte die Entladung dazu führen, dass gewaltige Schäden in der Stadt entstehen. Ob Entladung oder Notabschaltung, in beiden Fällen wäre die Stadt den Alps schutzlos ausgeliefert. Ja, das ist ja doof, ne? ja, dann wäre die Frage... Wie viele Energieregulatoren sind kaputt? Na alle, das ist ja das Problem. Allerdings habe ich bei den meisten schon für Ersatz gesorgt. Nur Lutz hat seinen noch nicht bekommen. Wow, jemand, der mal was selbst macht, hä? Ja gut, wir können ja mal helfen. ich weiß zwar nicht, warum das wir jetzt scheinbar machen sollten, wenn das der Letzte ist und er eigentlich alles andere schon selbst gemacht hat, aber hey. Ich werde dir mit den Energieregulatoren helfen. Wirklich? Eigentlich wollte ich es gerade selber machen. Wenn du mir hilfst, ist auch eine kleine Belohnung für dich drin. Du solltest dich unseren Aufnahmeprüfungen in Ignaton stellen. Du könntest einen guten Kleriker abgeben. Ich habe den verbliebenen Energieregulator hier bei mir. Bring ihn bitte zu Lutz und hilf ihm, den Regulator einzubauen. Du findest ihn am nördlichen Kuppelpfeiler auf der Mauer. Komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Okay, schauen wir mal. Ich find's lustig, warum sind wir jetzt gleich ein Anwärter auf dem Klerikerposten, nur weil wir... eine Sache tun, die offensichtlich auch für unsere Sicherheit wichtig ist, aber hey, ja, die andere Sache ist da... Ich habe eine illegale ID, die ich bei dir abgeben soll. Sag mal, willst du mich jetzt verscheißern? Dich hat doch bestimmt Gregor die Kuppelwache geschickt, oder? Ich hab ihm schon 1000 Mal gesagt, ich bin nicht zuständig. Alois ist der Oberaufseher der Stadt.
Bei ihm sind solche Fälle zu melden, klar? Okay. Schrei mich nochmal so an, Alter, ernsthaft. Nun übertreib's mal nicht. Vor allem hat er ja nicht mal wirklich geschrien. Er war ein bisschen sauer. Ich werde die IDs zu Alois bringen. Ach, gib schon her die Dinger. Ich kümmere mich darum. Aber merk dir für die Zukunft, dass ich nicht zuständig dafür bin. Zuerst die Zuständigkeit prüfen, sag ich immer. Sonst funktioniert hier nichts. Wenn es also Probleme mit den Generatoren gibt, da bin ich dein Mann. Ich bin es einfach satt, dass alle immer zu mir kommen mit ihren Problemen. Hier hast du die Belohnung, die auf Hinweise zur Ergreifung schädlicher Elemente gesetzt wird. Ich hole mir die Splitter einfach von Alois wieder. Wir werden prüfen, auf wen diese ID personalisiert wurde. Um den Rest kümmert sich dann einer unserer Suggestoren. Danke für deine Hilfe. Okay, bitte, kein Problem. Ja, das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Dann würde ich sagen, bringen wir mal noch ganz flott den Energieregulator. In den Norden, hat er gesagt. Auf der Kuppel da wahrscheinlich im Norden. Federvieh? Okay. Auf der Kuppel da wahrscheinlich in den Norden sollen wir gehen. Hey du, ich hab dich gehört, wie du mit Erich gesprochen hast. Er hat dir doch einen Energieregulator für die Kuppel gegeben, oder? Ich hätte da einen Deal anzubieten. Gib mir den Energieregulator und ich sorge dafür, dass du hier heil rauskommst, wenn alles zu scheiße wird. Warum sollte ich das tun? Das ist ein Problem für die gesamte Sicherheit, wenn ich dir den gebe, ne? Von daher würde mich erstmal interessieren. Was willst du mit dem Regulator? Ich werde ehrlich zu dir sein. Ich glaube nicht, dass die Herrschaft der Kleriker hier noch lange bestehen wird. Und wenn es knallt, dann will ich eine, sagen wir, Hintertür haben, um hier wieder rauszukommen. Ich will den Regulator modifizieren, sodass er mir diese Hintertür aufhält. Ich schraube ein bisschen an ihm herum, gebe ihn dir wieder, du bringst ihn an seinen Bestimmungsort und wir alle sind zufrieden. Na, was hältst du davon? Ja, und wie genau sieht diese Hintertür aus? Ich meine, beziehungsweise, was genau hat er davon? Soweit ich das sehe, funktioniert die Kuppel, geht die Kuppel ja nicht über die Eingangstore. Also, wozu braucht er eine Hintertür? Wenn es hier wirklich knallen sollte, kann er sich doch wahrscheinlich aus einem der Tore einfach rausschleichen, oder nicht? Oder will er über die Mauer springen und dafür dafür sicherstellen, dass vorher die Kuppel ihn auch rauslässt? Verstehe ich irgendwie nicht ganz, aber mich würde noch interessieren. Was habe ich davon, wenn ich ihn dir gebe? Bist wohl auf deinen Vorteil aus, was? Diese Einstellung respektiere ich. Was hältst du von 100 Splittern? Das ist ja nicht sonderlich viel, aber ich glaube, wir haben keine Persönlichkeit, ne? So blöd das klingt. Wir haben noch, glaube ich, eins oder haben wir überhaupt schon was in Persönlichkeit geskillt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir noch keine 3 in Persönlichkeit geskillt. Ja gut, da haben wir dann tatsächlich, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das so schnell kommt. Da haben wir jetzt tatsächlich wieder eine Entscheidung hier direkt in der Kuppel statt. Nämlich, ja, was genau wollen wir tun bezüglich dieses Outlaws hier, der offensichtlich sich eine Hintertür einbauen will in die, in die Kuppel, beziehungsweise, ja doch, in den Regulator der Kuppel. Wollen wir ihm den geben? Ich meine, wir wissen nicht mal, was er damit genau vorhat. Er sagt zwar, er will sich eine Hintertür einbauen, aber wir wissen nicht, wie die aussieht. Oder wollen wir den Regulator lieber abgeben und so sicherstellen, dass hier die Kleriker alles sicher halten? Ich meine, man kann natürlich auch immer sagen, man weiß nicht, ob die Kleriker nicht vielleicht einfach nur Macht wollen. Aber gut, das ist natürlich eine Entscheidung, die ihr wieder treffen dürft. Und wie ihr euch entschieden habt, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Let's Play Elex. Bis dahin, ciao.